gehe dann einfach mal. Dann ziehe mich erstmal in die Ecke, bis die mich irgendwo verloren haben oder so. Ich weiß nicht. Aela macht dann den Rest. Hoffe ich. So, gehen wir mal hier hinter hin. Ich bin noch entdeckt. Ich sehe noch niemanden. Ich bin versteckt. Das ist sehr gut. Ich hätte eigentlich auch meinen Schrei verwenden können. Ich vergesse immer, dass ich sowas habe. Ist natürlich ziemlich doof. Denen können wir nicht mehr helfen. Ich will gar nicht daran denken, was diese Mistkerle ihnen vor ihrem Tod angetan haben. Was ist mit ihm hier? Kann der uns vielleicht helfen? Nicht so, nicht so, nee. Oh ja, ja, da war schon besser. Fast. Ja. Hallöchen, Wölfchen. Kannst du mich helfen? Warum wird es denn jetzt so dunkel? Was? Warum? Nee, da wollte man den helfen, weil man doch halbwegs ein Artgenosse ist und dann sowas. Also wirklich. Aber da haben wir nicht nur was zu essen, nein, auch Tränke. Oder einen Trank zumindest. Käsescheiben, ja, Käserand, ja, können wir alles nutzen zum Essen. Das bringt ja alles relativ viel Gesundheit wieder. Wenn wir auch nochmal einen roten Apfel, der bestimmt schon gammelig ist. Gut, und da wir jetzt in Sicherheit sind, einmal kurz speichern. Und weiter geht's. Auf sie mit Gebrüll, yeah, es wird schon furchtbar ausgehen. Was war das? Das war ich. Lassen wir die Spielchen. Aha, jetzt geh doch mal die Treppe hoch. Bäm, Junge. Fällt er einfach nur runter. Ist er jetzt tot oder nicht? Sieht ziemlich tot aus, das ist gut. Aber wir wissen, dass hier jetzt noch eine Tuse ist, die uns ein bisschen ärgern möchte. Guck hier nochmal ganz kurz, ob hier noch irgendwas ist. Außer ein paar Truhen, die ich hier kaum erkenne. Mal wieder. Da haben wir 62 Gold. Ja, warum nicht? Da haben wir hier auch nochmal eine Truhe mindestens. Die ich auch noch aufschlossen darf. Ja, guten Deutsch. Nein. Nein. Besser, aber nö. Aber gut, dass ich zu viele Dietriche habe. Nein, also die Richtung ist ganz verkehrt. Ach, das ist auch wieder Schlossstufe Meister. Ja, dann ist kein Wunder. Da muss ich hier ja präzise arbeiten. Das ist zu weit, okay. Ja, fast. Fast. Ein Stückchen zurück vielleicht. Nein, also ein Stückchen weiter nach links. Diese Pixelarbeit hier. Jetzt vielleicht? Nein, das war deutlich zu weit. Geht doch. So, Schlossklang verbessert. Und was haben wir jetzt hier Schönes drin? Wir haben hier 158 Gold. Ein Elfenschwert, ein Diadem der Zerstörung. Zerstörung! Ein mächtiger Seelenstein, der leer ist. Ein orkischer Bogen des Eises. Puh, ja, muss ich hier nicht unbedingt haben. Gut, sonst sehe ich jetzt hier keine Truhe und ähnliches. Da können wir jetzt hier wieder weggehen. Gleich mal abspeichern. Weil wir das Ganze gelootet haben und so weiter. Ich weiß, ich habe vorhin ein paar Leichen übersehen und so weiter, aber dadurch halt, dass es immer so lange braucht, bis er jetzt hier das Interface lädt. Deswegen erspare ich euch das Ganze einfach mal, ne? So, die paar Gold, die jetzt die teilweise dabei haben. Wir haben meistens keine Heiltränke dabei. Und da ist das jetzt auch nicht so wild. Hallöle. Ich geh da mal. Aela geht vor. Haha. Bam. Da fliegt sie davon. Und bekommt erstmal ordentlich Schaden von mich. Glaubt ihr, ihr könnt es mit mir aufnehmen? Wow.
Das jetzt in einer schöneren Kameraperspektive, das wäre schon cool gewesen. Also es scheint ja doch zu funktionieren, diese komische Kill-Moves-Mod. Aber da muss die Kamera natürlich eingestellt sein. Das können wir vielleicht mal lesen. Schmiedekunst verbessert, yay! So, was haben wir hier? Wieder irgendwas zum Aufschließen. So, nein, so, so, nein. Hier drüben vielleicht? Nein. Ach, wieder voll in der Mitte. Ey, voll in der Mitte, ey. Ja, geht doch. Was sehen meine Augen denn da? Ich glaube, den Raum hatten wir sogar schon mal gesehen. Ladezeit, 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 yay! Stark Ausreihe, meinetwegen. Muss ich ihn nicht unbedingt haben, aber man weiß ja nie. In der Kommode finden wir nichts. Zumindest nichts Brauchbares. Da liegt noch ein Seelenstein. Ja, super. Ich habe die Holzschale mitgenommen. Die wollte ich jetzt unbedingt mitnehmen. Okay. Das hätten wir. Dann. Ey, lass den mir mal nicht im Weg hier. Speichern wir jetzt hier einfach nochmal ab. Damit wir es gemacht haben. Und dann gehen wir weiter. Immer weiter durch das ganze Verderben hier. Ihr Anführer ist äußerst verschlagen. Na super. Sie nennen sie die Hautabzieherin. Ach ja, stimmt, die Hautabzieherin. Habe ich schon gesehen. Die Hautabzieherin, die kennen wir ja schon. Die hatten wir jetzt beim letzten Teil, war das, glaube ich. Eben diese weißen Hautfläscher hier. Nö, nee, hier ist niemand. Alles ist okay. Der ist weg. Dachte, es ist die Hautabzieherin, nicht der Hautabzieher. Ja, und ich liebe es, wenn ich überlebe. Aber nicht heute. Okay, dann halt gleich nochmal. Weil es halt so schön war. Yay. Ich bin einfach total untalentiert. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch teilweise so einen Schrott reinzieht. Wir sind fast da. Vorsicht. Ihr Anführer ist äußerst verschlagen. Ist es tatsächlich, weil es in Anführungszeichen witzig ist? Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass ich euch den Grund dafür erklären muss. Bam, Junge. Und das hat auch schön Schaden gemacht, das ist gut. Und da kommt jetzt hier die Hautabzieherin. Ich verschwinde da mal. Ayla macht das. Irgendwie. Wo seid ihr? Ich bin gar nicht da. Na, geht's jetzt zurück? Die Weißen sollen euch holen. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Noch bin ich nicht versteckt, aber gleich. Sieht sehr gut aus. Ja, ich bin versteckt. Okay. Ich liebe gute Kämpfe. Das heißt, ich kann jetzt wieder dahin gehen. Und ordentlich einen draufhauen hier. Ah, dieses weiße Licht da zwischendurch. Warum, wieso, weshalb, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Aber wir gehen jetzt hier mal ganz schnell weg. Heilen uns kurz hoch. Nein, heilen uns kurz hoch. Verdammt, das ist eine Sackgasse. Und hier geht es darum. Okay. Ich habe immer noch keine vernünftige INB-Mod gefunden, die mich zufriedenstellt von der Helligkeit her und alles. Fuß oder? Und jetzt schön draufhauen. Und nochmal. Hau drauf, verdammt. Und nochmal. So. Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Weil der Anführer ist down. Wow. Aber ich habe ja auch Tränke. Also nutzen wir mal die tollen Tränke, die wir vorhin eingesammelt haben. Die mit der kräftigen Heilung hier. Eine sollte erstmal reichen. Und
Auf in den Kampf! So, der ist weg. Die halten ja zum Glück nicht so viel aus. Ja, gehst du wohl? Geh, wo du wohnst. Ehrlich. Na also. Geht doch. Dann können wir jetzt einfach kurz abspeichern hier. So. Und dann gucken wir mal, was die so gedroppt hat. Die hat gedroppt 252 Gold, ey. Wir können uns bald ein Haus kaufen. Ups, das wollte ich gar nicht mitnehmen, aber... Warte, hat das jetzt mehr Rüstung als das, was ich habe? Ja, doch. Ich nehme das jetzt mal alles mit hier. Der gravierte Nordhelm ist leider ein bisschen schlechter. Das heißt, wir müssen immer noch mit unseren tollen Hornhelmchen hier... Jetzt ist er fast nackt. Das wollte ich nicht. Mit unseren tollen Hörnerhelmen hier rumlaufen. Aber naja, so ist das manchmal. So, richtigen Mauszeiger wieder verwenden. Und... gravierte Stiefel, damit wir wieder schwere Rüstung tragen. Dann das können wir anlegen. Das können wir anlegen. Das können wir auch noch in der Schmiede dann später mal verstärken. Die können wir jetzt auf jeden Fall wegschmeißen. Können wir auch wegschmeißen, damit wir überhaupt wieder was tragen können. Ja, gut. Obwohl... Nee, Lydia und so tragen ja diese Dinger schon. Dann ist ja gut. Und die Aela, die ist ja kein dauerhafter Begleiter, denke ich mal. Nee, nicht hier müssen wir lang, sondern wir müssen hier runter und dann zu diesen Altar-Dingens. Ich schaff das schon. Ich finde schon noch irgendwann den Weg hier. Ups, wieder dieser weiße Bildschirm. Da ist sie ja. Da ist sie ja. Die Bastarde. Irgendwie haben sie es geschafft, Skjör zu töten. Nein. Er war einer unserer Stärksten. Aber gegen zahlenmäßige Überlegenheit ist jeder machtlos. Er hätte nicht ohne einen Schildbruder losziehen sollen. Verschwindet von hier. Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Wir beide haben Arbeit vor uns. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Das will ich aber auch hoffen. Gut, was ist unser erstes Ziel? Schön zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der Silbernen Hand in Weißlauf herumschnüffelt. Nein! Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und seine Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Das klingt gut. Gut. Begonnen, Pläne stehlen. Aber zuerst ja... nicht die Blutingschäle mitnehmen, aber halt... einen Regenerationstrank auf jeden Fall mitnehmen. Und was haben wir denn hier schon in der Truhe? Wir haben hier... 168 Gold, yay! Yeah. Das heißt, wir können uns tatsächlich auskaufen. Die Axt da war jetzt nicht so der Bringer. Glaube ich zumindest. Der Werwolf hier hat... Menschenfleisch! Nein, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, was jetzt hier auf der Axt ist, bevor ich jetzt hier das auch noch liegen lasse. Und es hat... 886, aber ich trage... kann nicht mehr so viel tragen. Nee, ich nehme es jetzt mit. Schmeiß stattdessen was anderes wieder weg. Die Frage ist nur, was? Haben wir vielleicht bei den Waffen irgendwas mitgenommen? Bestimmt. Nee, nicht mehr Runsklinge. Das war ja... genau von den einen Möchtegern-Dämon da. Zwergenbogen. Das ist der, den ich hab, ne? Ja. Dämmerbrecher muss ich auch nochmal verkaufen. Nee, nee. Was hat denn noch viel Gewicht? Das ist ja alles hier. Das sind die Zauber. Stimmt ja, ich kann ja jetzt hier alles nach Gewicht anordnen. Was ich extrem gut finde, dieses Feature. Sehen wir auch, die Axt wiegt hier sehr viel. Der Streitkolben wiegt sehr viel. Aber das sind halt auch so Sachen, die ich nicht loswerden will. Ich könnte ja was essen, auch wenn das jetzt unnötig ist, aber Gewicht ist Gewicht. So ein bisschen was noch. Und irgendwas hier muss ich noch loswerden. So ein bisschen noch.
Genau, jetzt tragen wir nämlich weniger, als wir maximal können. Und das ist gut. Okay, jetzt müssen wir jetzt nur noch aus den ganzen Gedönsdingens hier auch wieder rauskommen. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen oder gibt es einen kurzen Weg? Ich glaube, hier gibt es einen kurzen Weg. Hier in dem Dings beschädigte Bücher. Die brauche ich unbedingt nicht. So, wo kommen wir denn hier hin? Eine Zielscheibe. Brauche ich jetzt nicht. Eine Holztür. Achso, ich muss immer eine Riegel annehmen. Natürlich. Weiter aktivieren. Und ab durch die Holztür. Aua, au, au, au. Lass doch mal. Ach. Da quetscht man sich selbst in der Tür ein. Ne? Das kenne ich auch aus dem Real Life, mache ich häufiger. Ist ziemlich doof. Weiß ich selbst. Aber was soll ich machen? Hä? Das kann ich auch, ey. Doof rumschreien hier. Hä? Und ich glaube, wir werden jetzt gleich mal Ausdauer skillen durch unser Level-Up. Weil ich ja immer so wenig tragen kann. Leider. Also, ein Hoch für die Ausdauer. Jetzt kann ich maximal 5 Gewicht mehr tragen. Das ist unglaublich. Aber wahr. So, wo ist denn jetzt hier Ausgang da? Gut, also haben wir 2 Folgen damit jetzt verbracht, hier alles zu clearen. Und waren auch total erfolgreich. Aber was soll man machen? Manchmal brauche ich halt ein bisschen länger, ne? Ist halt so. Na gut, und während es jetzt hier sehr schön schneit, würde ich sagen, ich mache eine kleine Aufnahmepause und in unserer tollen neuen Rüstung, ich finde die cool, sage ich jetzt einfach mal Tschüss und bis dann, bis zur nächsten Woche von Skyrim.